Hallo und herzlich willkommen zurück zu Command & Colors The Great War. Früher als Brettspiel begonnen und vor dem Hause Hex war umgesetzt als PC-Spiel. So, ihr seht, wir haben ja schon mal in der ersten Folge die erste Mission auf deutscher Seite angespielt und haben wir beendet. Heute werden wir es mal probieren auf britischer Seite. So, dann müssen wir hier play. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder ein bisschen zurechtfinden hier. So, also wir dürfen anfangen. Also zuallererst, die zum Beispiel die erste Folge noch nicht kennen. Euer Schlachtfeld ist unterteilt in drei Bereiche. Bereich 1 links, Mitte und rechts. Und genauso sind eure Karten hier unten. Ne? Also ihr habt jetzt hier Attack Left, das heißt, weil hier eine 3 steht, es dürfen drei Einheiten auf der linken Seite könnt ihr Befehle geben, dass sie sich auf jeden Fall bewegen und feuern. Hier oben habt ihr eure Phasen vom Spiel. Also hier ist das Kartenziehen. Bei dem hier ist es, dass ihr dann die Einheiten auswählt. Da könnt ihr die nochmal bewegen. Also zum Beispiel, wenn die steht, könnt ihr nach vorne bewegen. Hier habt ihr dann die Angriffsphase. Die Einheiten, was ihr ausgewählt habt, dass auch nur die angreifen. Ja, also nicht, wenn ihr jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, hier habt ihr 4 Einheiten. Diese Einheit geht zur Mitte und zur rechten Seite, weil sie nämlich genau mittendrin steht. Wenn ihr jetzt zum Beispiel 3 Einheiten auswählt, sagen wir die 3, dann darf aber die nicht angreifen, ist klar, weil ihr nur diese 3 ausgewählt habt. Und hier habt ihr es ja, also 3 linke Seite, dann können 2 von der linken und 2 von der rechten angreifen. 3 von der rechten, 2 von der linken. Was haben wir hier? Wann ist ein Orator, Battlefield Units? Okay, hier können wir unseren General dazu holen, aber das wollen wir jetzt wirklich erstmal überhaupt noch nicht. Ich bin jetzt beim Überlegen, wie wir denn hier am blödsten vorgehen. Ihr seht hier oben, Victory Medals. Also, das heißt, wir brauchen für jede getötete Einheit, also eine komplette Einheit, bekommt ihr einen Orden, so einen Siegorden. Und wir brauchen, wo sehe ich das jetzt? Jetzt warte mal, wo sehe ich das jetzt? Achso, da haben wir die Info. Da haben wir die Beschreibung von der Mission. Ah shit, wo sehe ich denn das jetzt? Wie hatte man das gesehen, ey? Da müsste irgendwo angezeigt werden, wie viel von diesen Siegesmedaillen man braucht, damit wir die Mission erfolgreich beenden. Ich kann ja durchklicken, was ich will. Ich weiß es nicht mehr, wo das jetzt genau war. Halt, da waren wir ja hier. Tja, Leute, kann ich euch nicht sagen. Mal schauen, dass wir das dann irgendwo im Spiel dann noch rauskriegen. Also, wir werden... Jetzt warte mal, MG-Stellung, MG-Stellung. Da haben wir 2, 3. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal 3 von der rechten Seite. Oder? Ja. Also ihr seht ja, dass die hier... Jetzt ist aber die Frage... Ob wir eine Einheit von hinten nach vorne ziehen, die müsste eigentlich bis hier rüberkommen. Wir nehmen jetzt mal die 3 Einheiten. So, und die, ja, die kommt hier rüber. Aber jetzt ist natürlich die Frage, ob wir zum Angriff kommen wegen der Reichweite. Das kann ich euch noch nicht sagen. Also, Bewegungsphase. Ja, die kann angreifen. Ne, die aber nicht. Ja, shit. Wenn wir die jetzt mal hier hinziehen und die hier und dann vielleicht irgendwann in den nächsten Ding mal die nachziehen. So, haben wir alle bewegt. Dann gehen wir jetzt zum Angriff über. Ah, Maschinengewehrstellung, wenn sich bewegt hat, kann nicht angreifen. Na super, hätte ich vorher wissen müssen. So, hier müsste man den Treffer landen. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Treffer, das Zeichen. Unser grüner Stern bekommen wir so Hauptquartier-Tokens hier oben. Dann hat man den Totenkopf. Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob von uns einer stirbt oder auch vom Gegner.
Aber die haben sogar den Gegenangriff. Alec, zwei Einheiten weg. Na super. Und die gelbe Fahne wüsste ich jetzt auch nicht. Müssen wir jetzt hier oben nachschauen, nochmal im Handbuch, was das genau sein soll. Ich komme gerade, du hast in kurzes was. So schnell kann ich natürlich nicht lesen. Alle gegnerischen Einheiten mit einem Maschinengewehr. Und dann nehmen wir mal die Tokens noch dazu. So, jetzt sind sowieso erstmal die Deutschen dran. Aber das ist natürlich bitter, ja, dass er jetzt hier schon zwei Einheiten von uns zerlegt hat. So, jetzt tun wir mal die weg. Aber wo sehen wir das hier mit diesen? Ah, hier sehen wir es hier oben. Ja, also wir brauchen sechs Victory Medals und genauso wie der Gegner. So, er hat jetzt das mit den Tokens hier gewürfelt, hat eine dazu bekommen. Zwei, zwei. Also ich glaube, wir nehmen jetzt wirklich mal die hier. Machen wir das und das und das. So, bewegen wollen wir keine. Jetzt können wir hier drüben angreifen. Ich hoffe mir, ihr zerlegt hier was. So, jetzt werden wir mal sehen, was die gelbe Fahne hier ist. Wissen wir nicht. Müsste doch hier irgendwo das mit den Flaggen hier sein. Ach so. Also das heißt auf jeden Fall, dass wir keinen Treffer landen, aber es passieren kann, dass die Einheit sich zurückzieht. Okay. Ah, da bekommen Token dazu. Ich weiß eh nicht, ob die Einheit dann viel bringen würde, wenn es eh nur noch zwei Leute wären. So. Ich glaube trotzdem, dass wir auf die MG-Stellung hier gehen. Oh, wir haben den Treffer. Perfekt. So müssen wir hier noch was reißen können. Ist auch nicht das Wahre. Oh, nice. Von jeder Seite zwei Leute angreifen. Das ist cool. Da können wir jetzt dann einen riesen Angriff machen. Die Frage ist aber nur, ich habe jetzt gerade gedacht, der Be Oh yeah, der bewegt sich auf offenes Feld. Ja, dann glaube ich, würde ich die Karte jetzt auf jeden Fall ausspielen, dass wir von jeder Seite hier zwei Leute angreifen lassen. Da wäre aber jetzt besser, wenn wir die Einheit zurückziehen, weil die ist eh nicht so gut. So, jetzt warte mal. Also wir nehmen jetzt die Karte. Nehmen die da. Unseren Mörser. Den. Und die schauen wir, dass wir in die vordere Reihe nach vorne bekommen. Ja, geht nach vorne. So, und die lassen wir so stehen. Jetzt bin ich gespannt, ob wir hier... Ja, die ziehen sich zurück. Aber ich will sie eigentlich vernichten. Es wäre doch besser für uns. Oh, was ist das grüne Männchen? Ah, da stirbt auch einer. Na, da kommen sie jetzt leider an die ja nicht hin. So, Totenkopf. Was ist mit dem Totenkopf? So, hier haben sie halt einen Treffer für den Soldat, ne? Aber wo ist es hier mit dem Totenkopf? Das kommt jetzt vor ein Score. Ein solches Remove from the Target Unit.
Ja, aber hier haben wir es zum Beispiel. Also wenn der letzte Soldat von der Einheit getötet ist, bekommen wir eine Siegesmedaille. Okay, also der Totenkopf bringt eigentlich gar nicht so viel. Ich glaube es trotzdem, dass ich mit dem Mörser lieber hier hinten mal reinhau. Und, oh, ah. Die können nur hier hin. Ja, wir haben den Treffer. Aber wieso darf ich eigentlich immer nur mit einem Würfel würfeln? So, wieder von jeder Seite. Drei von der Mitte. Alter, was ist denn mit dem los? Was hat denn der? Oh, und jetzt kommt Bombardement. Battlefield. Ach so, der bekommt, er kann eine Einheit von mir entfernen oder von sich selber. Aber wenn er von mir eine entfernt, bekommt er aber dafür keine Siegesmedaille. Okay, ist eigentlich auch blöd. Vor allem, wieso nimmt er dann die Einheit, die eh schon so angeschlagen ist? Puh. Ja, vorbei ist mir das wurscht. So bekommt er die Siegesmedaille nicht. Und hat eigentlich wirklich eine sehr, sehr geschwächte Einheit jetzt vom Spielfeld entfernt. So, for each command card you have included this card, roll 1, die a soldier, machine gun or mortar unit. Tja, ich bin mir jetzt beim Überlegen. Wir werden es aber jetzt mal probieren. Müssen wir natürlich, nehmen wir mal die hier. Die. Bewegen wollen wir nicht. Ah, ich glaube, das war jetzt trotzdem falsch, dass ich Mörser auf die hier gehe. Oh, doch, es stirbt einer. Ja, und die anderen ziehen sich zurück. Cool wäre es halt, wenn wir diese MG-Stellung... Oh, wieder einen Treffer. Wenn wir die wegbekommen würden, das wäre super. Komm, lass sie zurückziehen. Schade. Dass sie vielleicht mal ins offene Feld kommen würden. Das wäre perfekt für uns. So, zwei von der Mitte. Alongside your command cards. Draw two command cards random from. Ha, wir können uns drei Karten vom Gegner nehmen. Der hat aber keine drei Kommandokarten, ihr seht ja. Ah, Bombardement hat er. Nein, wir hätten drei Karten von ihm hier nehmen können. Hätte man zwei Karten aussuchen können, die er nicht bekommt und eine hätte er wieder bekommen. Ja, ist jetzt mal nicht so schlimm. Hauen wir die Karte weg. Wir wollen jetzt erstmal diese Dinge hier haben. Ihr seht, 17 gibt es noch. Er hat ja sowieso erst 5. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir jetzt hier angreifen, ey. Zwei von der Mitte, zwei von links, drei von links. Dann könnte man die eigentlich in die vorderste Reihe bringen. Doch, das machen wir. Wir greifen von links an. Nehmen die drei Einheiten, rücken die nach vorne. Jetzt weiß ich nicht, ob wir mit der mal hier rüber gehen. So.
Das passt. Da gehen wir aufs MG. Mit der werden wir auch aufs MG gehen. Nice, Treffer. So, wie viel sind jetzt noch? Zwei Leute in der Einheit. Zwei, zwei. Also solche Karten sind wirklich immer gut, wenn wir von mehreren Seiten angreifen können. Also eine neue Angriffskarte. Wir könnten aber trotzdem mal eine hier nehmen. Mal schauen, ob wir mal was Richtiges bekommen. Command-Card. So, kann ich jetzt hier meine Karten anschauen? Nö. Von jeder Seite nimmt er ein. Jetzt spielen wir die gleich aus. Ich habe zwar jetzt nicht genau gesehen, was es sein soll. Oh, das ist perfekt, was er hier macht. Der versucht einen Sturmangriff hier. Oh, aber wir haben hier auch schon wieder Verluste. Mercer schaut nach einem Treffer aus, oder? Oder war das noch der Würfel von dem Angriff? So. So, genau, hier können wir den Angriff von ihm ein bisschen blocken mit der Karte. Ja, jetzt bin ich halt wirklich beim Überlegen, aber ich glaube trotzdem, dass wir jetzt von beiden Seiten hier angreifen werden. Das und das. Ich weiß gar nicht, ob jetzt die hier ans Feuer kommen. Na, nehmen wir mal unseren Mörser dazu. So, jetzt werden wir hier drauf hämmern. Mit drei Würfel, glaube ich, so wie ich das gesehen habe, dürfen wir angreifen. Achso, halt. Das ist Bewegungsphase. Wir wollen uns nicht bewegen. Genau, hier dürfen wir mit drei Würfel angreifen. Okay, sie sind noch da. Nein, gib mir halt den Treffer. Mörser aufs MG. Also die Würfel, muss ich sagen, die sind heute nicht auf unserer Seite. Überhaupt nicht. Zieht er euch zurück? Auch nicht. ...22 zu 15. Wir nehmen unsere neue Karte. Ah, hier haben wir was gegen die Artillerie. Ah, hier bekommt er eine Kopie von seiner Kommandokarte, wenn er die ausspielt. Ja, dann werden wir... Warte mal, muss ich die nur anwählen? Yes. So fällt es nämlich flach für ihn. Aber da, glaube ich, macht er jetzt einen Fehler. Also ich würde mir das jetzt nicht trauen, dass ich Einheiten hier auf offene Feld hier rausziehe. Naja, das würde ich wirklich nicht machen. Aber ihr seht, wir brauchen 6 Siegesmedaillen. Es hat noch keiner eine. Also das wird sich schon noch ein bisschen hinziehen hier, das Gefecht. So, jetzt müsste ich mal schauen. Wir haben 2. Na, ihr seht das schon. Wir hätten jetzt eigentlich auf der linken Seite 4 Einheiten, die angreifen könnten. Ne? Also mit der Karte hätten wir alle. Mit der hätten wir 2. Da könnte man ja Blöcksach die 2 hier ausspielen mit der. Ja, von der rechten Seite hätte man keinen Angriff. Also wie gesagt, nur die eine. Und die Frage ist halt, kriegen wir die Einheit hier rüber? Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Wir probieren jetzt mal linke Seite alle Einheiten, ne? So.
So, ja, die kommt nach vorne. Perfekt. Lassen wir alle an erster Reihe so. Sollen sie mal hier drauf hämmern? Vielleicht zerstören wir die eine Einheit. Nice. Wir haben unsere erste Siegesmedaille. Schaut hin. So, und hier greifen wir jetzt mal noch bei der MG-Stellung an. Da sind ja nur noch zwei Leute drin. Schaut auf jeden Fall schon mal gut für uns aus. So, wieder alle Einheiten vor der linken Seite. Das Problem ist natürlich jetzt hier, dass er nicht viele Einheiten hier stehen hat. Also ich komme mit den Einheiten zum Angriff höchstens an die MG-Stellung und weiter komme ich nicht. Also wir müssen jetzt wirklich hier rüberstürmen. Bombardement der Sack. Jetzt warte mal, die werden wir aber trotzdem ausspielen. Dann darf... Jetzt warte mal, was war denn mit dieser Karte? Achso, dann geht's ja daneben. Lass mal nochmal sehen. Okay, nur zwei Würfe. Also, und er darf weniger Würfe mit der Artillerie. Tja, dass wir von der rechten Seite keinen haben, das ist natürlich blöd. Da werden wir jetzt einmal die nehmen. Dürfen wir wenigstens unseren Mörser spielen. Und die müsste ja da hinkommen zum Schießen, ne? Also auf offenem Feld werden wir nicht angreifen. Das ist ja, glaube ich, nur noch einer hier. Dann probieren wir wirklich den. Achso, halt, bewegen wollen wir uns nicht. Wenn wir den zerstören. Nein, das sind zwei Einheiten. Die MG-Stellung, oder? Das ist jetzt schwer zu sagen. Ist die MG-Stellung nur noch alleine? Okay, der Angriff war sowieso nichts. Aber wir haben Bombardement. Na super. Dann dürfen wir auch mal ein bisschen Artillerie spielen. So, was willst du mit deinem NG großartig anrichten? Alter, vergiss es. Ach so, hier, das ist ein Mörser. Also ihr seht eigentlich schon, wie lange so ein Match hier dauert. Schauen wir mal schnell hier rein. Da habt ihr wirklich ordentlich zu spielen. Der Preis ist um die 20 Euro. Müsst ihr mal ein bisschen auf eBay schauen. Da gab es das Spiel für 1, 2 Euro oder irgendwie sowas. So, okay. Also ich würde sagen, für heute reicht es erstmal. Eine Siegesmedaille haben wir bekommen von 6. Also das wird, ich denke, noch ein bisschen dauern. Das Problem ist halt, wenn die sich jetzt weiter hier so nach hinten ziehen, müssen wir wirklich aus den Gräben raus, damit wir da hinterherkommen. Das Problem ist, ich glaube, die können sich aber nur zwei bewegen. Ja, dann müssten wir halt Glück haben, dass die nicht hier hinkommen zum Feuern, dass ich dann in den Graben hier reinkomme. Werden wir sehen, alles in der nächsten Folge. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann lasst einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.